Hier sind 70.000 Entities. Woher? Warum ist das überhaupt noch remotely playable und wo sind die alle? Ist es Cobble-Generator? Ja, okay, das war's. Jetzt ist Server down wahrscheinlich. Oh nein, was ist denn hier los? Von der Server funktioniert wieder. Das, immerhin das. Joe hat gerade die ganzen Entities gelöscht. Es waren ja wirklich Tausende, Zehntausende Entities hier. Aber ich weiß immer noch nicht, was es war. Also welche, weil es stand nicht mit dabei, welche er gelöscht hat. Da stand einfach nur irgendwie, keine Ahnung, halt deleted oder killed 20.000 Entities mäßig. Aber, also das stand da mehrmals. Aber ich weiß nicht, welche. Weil ich bin mir auch nicht sicher, welche Farm hier überlaufen sollte. Und das ist ganz, komisch. Ganz, ganz komisch. Deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen auf investigative Suche. Aber das ist gar nicht so schlecht, denn wir wollten für heute eh was Cooles machen. Und dem können wir uns dann gleich widmen. Ich wüsste nicht, woran es liegt, Freunde. Es könnte an unserem Copy-Generator hier unten liegen. Aber das ist auch gefühlt die einzige Sache. Aber also wir haben keine Fabrik, die 70.000 Items in 5 Minuten produziert. Das heißt, wenn, dann war es sowieso irgendein Serverfehler oder sowas in der Art. Deswegen sollte das eigentlich normalerweise nicht mehr passieren. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich dachte, es sollte eigentlich okay sein. Wir gehen jetzt ganz kurz pennen und dann fatzen wir kurz rüber zu Joe. Der wird uns nämlich was im Freizeitpark zeigen. Da gibt es, glaube ich, auch viele, also da gab es ein Big Update mittlerweile. Da wollen wir gleich mal rüber. Und dann kümmern wir uns heute um eine Schaltzentrale, die wir machen wollen. Weil, also sowas ähnliches wie Stegi auch schon hat, weil ich meine ganzen einzelnen Fabriken gerne mal ausschalten wollen würde. Wenn wir die nicht brauchen, die müssen nicht 24/7 laufen. Und gerade weil auch so Performance mittlerweile echt nicht ganz so geil ist, auch so FPS-technisch, wäre es schon ganz geil, die Farm einfach einzeln ansteuern zu können und dann zu sagen, ob da was gemacht werden soll oder nicht. Jo, guten Heiko, Tag. Nein, ich bin Heiko, du bist Jo. Bin ich das? Ja. Oder Alter, wie viel ist hier denn passiert? Krass. Ja, das wollte ich dir eigentlich gezeigt haben. Okay, die Auswertung ist noch nicht fertig, aber... Ach du meine Güte. Ich wollte mal deine Meinung haben, weil es könnte nett sein hier. Ja, hier, ja, Fehler. Rechts auf die Notenblöcke. Genau, du kannst ihn spielen, okay. Okay. So, und das ist einfach mal Guitar Hero in Minecraft, ne? Achtung. Oh mein Gott, was? Okay, die Animation alleine schon, wie geil. Warte, was? Muss ich die hier klicken? Ja. Hab mich verklickt. What? Nett, ne? Hä? Das soll jetzt ausgewertet werden, wie gut man das gespielt hat. Süß, oder? Warte, wie wertet man das aus? Baue ich die Dinger ab? Oder wie? Nee. Also, what? Das macht die Technik automatisch. Die erkennt das von alleine. Dass ich richtig gespielt habe? Ja. Aber auch, ob ich zu früh oder zu langsam gespielt habe? Also, es gibt schon einen perfekten Punkt, oder? Was? Du musst, ja, nett. Du musst vielleicht die Block-Sounds ausschalten. Ja, das dachte ich halt so, dass das ein Game für dich halt sein könnte. Wir haben nämlich Redstone-Kontakte hier. Du siehst, die Noten haben Redstone-Kontakte. Ja. Und es wird halt einfach geguckt, wie sauber du das triffst. Du musst ja quasi in dem Moment drücken, wie mit dem Redstone-Kontakt da geschlossen wird. Und dann habe ich hier eine Technik, die das quasi ermitteln kann. Die hier. Es gibt sogar mehrere Songs, ja. Nee, es gibt nur einen Song erstmal, aber genau. Genau, aber das war doch ein anderer gerade, oder? Das war der gleiche Song, nur die Begleitstimme. Die Begleitstimme ist mal da und du musst halt selbst spielen damit, ne? Du bist ja Guitar Hero. Ah, also, ich verstehe. Okay. Ach, krass. Es ist plausibler, wenn du zum Beispiel mal unter deinen Music und Sounds die Block-Sounds relativ leise machst. Dann hörst du mich das Klicken und Rascheln nicht und dann macht es auch mehr Spaß. Kann ich noch mal? Okay. Ja, klar. Einfach hier drücken und los geht's. Wer braucht eben? Der bereitet sich jetzt vor. Wie geil! Alter, das ist wirklich schon. Das war ein perfektes Spiel gerade von dir, ne? Das war was? Das war ein Alter, das ist so krass. Wie heftig. Hast du schon mein Pac-Man auch schon gesehen, wie es funktioniert? Hatte ich das mal gezeigt? Nee, eben hier ist so viel Neues entstanden. Ach so, pass auf, die Idee ist folgende. Das ist später in Irrgarten und Pac-Man ist hier nicht der Gute, sondern der Böse, ja? Ja. Und in der Mitte des Irrgartens liegen Beeren und alle Spieler können quasi in diesen Irrgarten rein, um sich die Beeren zu holen. Und ein Spieler, der hier oben dann ist, kann Pac-Man steuern. Und wenn du Pac-Man steuern möchtest, musst du auf diesen Weighted Ejector gehen. Der lässt halt jede Minute einen Spieler durch und dann F5 und dann steuer Pac-Man.
Ach, und wenn, je nachdem, wo ich jetzt hinlaufe? Genau, da fährt er auch dann hin. Ach krass, wie sich die Schienen da unten drehen, wie geil! Ich habe ein bisschen überlegt, wie man eine Technik entwickeln kann, mit der man quasi so einen steuern kann. Man ja. kann es halt auch per Fernbedienung machen, aber ich fand es halt Fernbedienung schwierig, jetzt jedem Spieler hier eine Fernbedienung in die Hand zu drücken. Ja, das stimmt. Fernbedienung wäre aber auch sehr cool gewesen. Ja, geht theoretisch. Ist ja nicht so, also da könnte man einfach Empfänger machen. So, die Spieler müssen halt jetzt hier durch und dann kommt plötzlich Pac-Man und der killt die dann halt auch. Wie geil! Eine Sache ist halt auch noch geiler, quasi das übertrifft alles. Das ist Urutoks Sache, die er da baut. Da bauen wir alle gerade mit. Urutoks baut hier eine Mario Kart Strecke halt, ne? Ah, okay, das habe ich irgendwo mitbekommen, ja. Wir haben uns allerdings dann von der Orga aus entschieden, immer wenn wir irgendwas machen im Freizeitpark, wo Zeiten gemessen werden können, dann machen wir das mit Command-Blöcken. Und Urutoks zuliebe haben es jetzt so gemacht, dass die Boote, die hier stehen, das sind quasi keine Vanilla-Minecraft-Boote. Die kannst du auch nicht zerstören, sondern das sind so, ja. Okay. Gesteuerte Boote, wo man eine Runde spielen kann. Ich starte mal. Mhm. Ja, aber der Rest geil. Ist halt nur Redstone. Achtung. Achso, jetzt habe ich Sounds aus, glaube ich. Ach ja, geil, dass das auch im Chat steht einfach jetzt. Genau, genau. Also er wertet halt aus, wie gut die Runden fährt und wer halt welchen Platz belegt hat. Okay. Und anschließend stellt er die Boote wieder zurück. Mehr macht jetzt der Commander nicht, aber... Alter, wie heftig. Boah, ich muss unbedingt mehr hier bauen, ne? Das ist so cool. Ja, wart erstmal, bis die Zuschauer da sind. Wir sind ja eigentlich fast vor Launch, aber es dauert halt wirklich noch, leider wegen den ganzen. Wo ist denn er? Ja, den kannst du später mit Schneebälle auslösen. Du kriegst später Schneebälle und das ist Mario Kart Double Dash. Das heißt, du hast ja noch einen Kameraden, der mit dabei ist. Und ja. der kann mit Schneebällen Targets abschießen und dann werden zum Beispiel solche Sachen getriggert. Du musst eben warten, der geht gleich weg. Mit Bananenschale das heißt, auf dich. Von Uru. Ja, das soll es auch geben, sowas in der Art. Boah, das ist krass. Überwältigenden Exkurs in den Freizeitpark. Kümmern wir uns jetzt um unsere Zentrale. Erstens um unseren, also ich will meine Werkstatt ein bisschen ausbauen, damit wir da ein bisschen mehr Tools und sowas haben. Und ich möchte auch sehr gerne eben, wie gesagt, so einen Schaltpanel haben, damit wir unsere Farmen ansteuern können. Ich weiß nicht, ob wir das zentral machen oder einfach an den Farmen generell. Aber wir müssen auch ein bisschen Sachen umrouten. Denn ich habe sehr viel hier in Reihe gemacht. Das heißt, das Ding hier... Also diese Farm hängt an dieser Farm und die nächste Farm hängt auch an dieser Farm und so. Es ist ein bisschen Quatsch, weil das ja alles in einer Reihe eben geschaltet ist. Deswegen müssen wir da vielleicht noch ein bisschen umbauen, aber das kriegen wir hin. Ich glaube, wir gehen einfach mal, ja, I guess, das Ding hier kann eigentlich immer Energie haben, würde ich sogar fast sagen. Also der ganze Teil hier. Machen wir einfach mal die Eisen, die Eisenfarm. Ich glaube, das ist die erste, dass wir die jetzt schon mal ansteuern. Eisenfarm ist sehr simpel. Eisenfarm ist actually nur dieses eine Ding hier. Den wir kappen können. Das heißt, der kann weg und dann ist Eisenfarm auf jeden Fall schon mal aus. Ich weiß allerdings nur nicht, ob ich an der Eisenfarm jetzt beispielsweise auch die Dinge hier angeschlossen habe. Nee, hier dreht sich noch alles. Okay, cool. Dann machen wir da schon mal unsere erste Klatsch rein mit Wireless-Empfänger, damit wir das Ding hier steuern können. Also perfekt. Also bauen jetzt eigentlich nur eine Menge. Wir machen uns ein paar Klatsches. Dann schnappen wir uns ein bisschen... Redstone-Stuff gleich nochmal mit dazu. Also ein paar Empfänger davon. Brauchen eine neue Frequenz im besten Fall. Und dann, machen wir hier unsere Klatsch mit. Ja, moin. Machen wir hier unsere Klatsches und so dazwischen. Jo, war das gerade ein... Es war ein richtiger PPL-Moment irgendwie. Ja, explodiert ist. Für Position von dem Ding. Wir kopieren jetzt einfach das Gebäude hier, basically. Nochmal hier rüber. Wir machen einfach hier so einen Durchgang. Das heißt, die Dinge kommen weg. Und dann haben wir hier den Eingang. Und hier haben wir so einen kleinen Tunneldurchgang. Und dann machen wir das Gebäude einfach eins zu eins nochmal auf die andere Seite. Dann können wir das hier eben so komplett als Werkstatt und so benutzen. Und drüben den ganzen anderen Stuff. Und vielleicht auch ein bisschen Werkstatt-Stuff oder so dazu. Ich glaube, Gebäude steht. Bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Ist ganz geil geworden. Also wir haben einfach Gebäude hingeballert. Babum, so sieht es gerade aus. Wir haben es jetzt absichtlich ein bisschen höher gemacht als das hier, damit es ein bisschen interessanter aussieht. Heißt, der Teil ist ein paar Blöcke höher. Wir haben hier in der Mitte, also das weiß ich noch nicht ganz, aber passt. Wir haben hier jetzt unseren Verbindungsgang. Die Kisten kommen weg. Dann kommen wir hier hoch. Können hier rüberlatschen. Können sogar jetzt das Fenster nochmal einen Block höher machen, ne? Würde sich auch anbieten. So, wir haben hier oben auch Fenster drin. Gibt so richtig Wintergarten-Vibes irgendwie. Gefällt mir sehr gut. Und hier wäre jetzt unsere neue Zentrale. Das heißt, da können wir uns unsere Sachen hinbauen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir irgendwie nur einen Button nehmen oder ob wir uns einen Schaltpult nehmen. Eigentlich wäre beides davon ganz cool. Ich würde aber probably, ja, einen Button nehmen. Also die Sachen aufhängen und dann... Ja, die dann da hinmachen, glaube ich. Das finde ich ein bisschen cooler. Und das dann halt hier irgendwie cool geordnet in so einem Schaltkreis in der Mitte oder sowas in der Art. Boah, wir könnten das so von oben runterhängen lassen. Das wäre vielleicht ganz cool, ne? So.
Und wenn wir da jetzt zum Beispiel so Rohre hinmachen, auf den hier, dann bräuchten wir jetzt da irgendwie nur noch so eine Art, ja halt so Chefs oder so, wenn jetzt noch ganz geil. Ich glaube, ich würde das dann vielleicht sogar einen Block größer machen. So, damit wir hier Metal Brackets dran bauen können. Und dann könnten wir hier unten die Dinger dran bauen. So, und dann würden die aussehen, als wären sie von hier gehalten. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Und dann kommen da unsere Panel dran. Wir haben uns umentschieden. Wir werden doch Lecterns benutzen. Heißt, wir brauchen Linked Controller dafür. Das sind einfach nur die Dinger hier mit den Dingern hier. Und die können wir in einen Lectern machen. Und dann haben die praktisch wie eine Fernbedienung. Also man kann ja jetzt rechts klicken. Und jetzt ist meine Tastatur WASD und Shift-Leertaste sind jetzt diese Knöpfe hier drauf auf dem Ding. Das ist praktisch wie so ein Gamepad oder so. Das ist richtig geil. Und mit dem können wir jetzt die Sachen steuern, die wir haben wollen. Das heißt, wir haben ja unten war unsere Frequenz eine Klatsch und ein Eisennugget. Und wenn wir das jetzt hier drin einstellen, ich weiß halt noch nicht genau was. Ich glaube, ich würde, was ist der coolste Key dafür, mit dem man das steuern möchte? Will ich dann shiften? Nee, shiften ist unintuitiv. Springen? Entweder springen oder zurücklaufen. Ich glaube, S ist irgendwie am coolsten. So, und wenn wir den jetzt hier drauf machen, dann können wir das machen. Und wenn wir jetzt S drücken, dann sollte eigentlich, ah nee, wir brauchen einen Toggle-Latch dazwischen, ne? Ja, genau, jetzt läuft er gerade noch komplett. Das heißt, wir brauchen, genau, das Ding hier. Oh, nee, warte mal. Eigentlich wäre ein Hebel viel geiler, ne? Also eigentlich ist das ja ein Hebel, aber da wissen wir nicht, ob der Hebel gerade an oder aus ist. Dann machen wir das hier. Okay. Also so wird es auf jeden Fall funktionieren, aber ich weiß nicht, ob ich das so bauen möchte, um ehrlich zu sein. Weil ich so halt selber nicht geil überprüfen kann, ob das Ding gerade an oder aus ist. Weil wir könnten ja jetzt hier hingehen. So, jetzt können wir den hier machen. Zack. Jetzt wäre alles aus gerade, aber das weiß ich ja zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Das heißt, am besten sollten wir jetzt irgendwo noch so eine Status-LED oder sowas machen, wo wir das wissen. Oh, wir könnten uns hier oben ein Nixie-Tube reinmachen, welches dann einfach, also wo dann 15 angezeigt wird, die Signalstärke. Und wenn da halt 15 steht, dann ist es aus und wenn nicht, dann nicht. Das heißt, wir kümmern uns jetzt, glaube ich, um diese beiden Fabriken hier. Unsere Kupfer- und Zinkfabrik. Die hängen halt richtig krass zusammen. Das heißt, ich glaube, die können wir fast nur beide gleichzeitig ausschalten und nicht eine von denen einzeln. Also da könnten wir jetzt halt auch einfach hier hingehen. Ja, da müssen wir gleich mal gucken. Theoretisch würde ich sogar beide von denen ausschalten wollen. Aber wir machen die jetzt sowieso schon mal hin, weil die muss auf jeden Fall. Dann brauchen wir jetzt gleich noch eine Latch. Babam, babam. Brauchen wir Hebel. Wenn wir mehr von brauchen, ne? So, dann machen wir die schon mal ready. Und dann kommen die Dinger da dran. Heißt, der kommt hier hin. Dann kommt das Ding. Und dann machen wir hier. Oh, das wäre jetzt halt wichtig, ne? Dann hätten wir hier Klatsch. Und das nächste wäre ja an dem hier jetzt. Zum Beispiel so Copper Ingot. Um die erste auszuschalten. Dann versuchen wir die Zinkfarm irgendwie anders, also einzeln anzusprechen. Das wäre schon auch ganz geil. Der auf dem Fänger, das Ding hier wieder dran. Und dann können wir das Ding auch ausmachen. Stellen wir gleich drüben ein. Und dann wäre perfekt. Dann kommt jetzt schon Moment der Wahrheit. Wir aktivieren jetzt mal das Ding hier ganz kurz. Und wollen jetzt schon mal gucken, was alles aus ist. Weil ich glaube, jetzt sollte halt alles auch dahinter aus sein, ne? Also, die sollten jetzt beide komplett stillstehen. Richtig. Und ich glaube, die sollte auch komplett stillstehen. Ja, weil die praktisch an derselben Sache angeschlossen ist. Die hängt so eigentlich mehr an der Zinkfarm, hätte ich jetzt sogar gesagt. Also da müssen wir halt echt, glaube ich, unsere Kabel so ein bisschen oder unsere Shafts halt ein bisschen neu machen, damit die alle richtig sind. Weil ich eigentlich auch sehr gerne halt die Zinkfarm von der auch gekoppelt haben würde, ne? Aber rein theoretisch könnten wir das alles machen, indem wir hier jetzt so drei Stück nebeneinander bauen und den halt einfach kurz ein bisschen anders entlanglegen. Kabel sind verlegt. Wir können jetzt unsere Goldfarm ansteuern. Das war das nächste Ding. Heißt, wir schnappen uns den Kollegen hier und stellen da Gold ein. Mit hier und hier. Zack. Dann kommt er da rein. Machen wir aus. Und jetzt sollte Copper und so weiter alles weiter laufen. Dem geht es noch gut, ne? Das heißt, hier dreht sich alles. Perfekto. Sogar alles in die richtige Richtung. Aber hier ist jetzt alles aus. das absolut gar nichts aus. Warum ist nichts aus? Was habe ich verpasst? Oh, habe ich da das falsche Item reingelegt? Nee, das ist schon das Richtige, oder? Oh nein, das war das Falsche, glaube ich. Ich glaube, ich habe da einen Case Chain Drive reingelegt, statt ein Goldding. Perfekt. Most simple thing, einfach verkackt. Ja, aber dann soll es jetzt auf jeden Fall funktionieren. Dann werden wir ihn ausmachen. Ich hoffe, hier wäre es nämlich richtig. Zack. Ist jetzt Stillstand? Jetzt ist Stillstand. Perfekt. Okay, ich würde jetzt aber gerne unseren Cobble-Generator noch separat ansteuern können. Das können wir einfach hier unten machen.
Also das wird sehr, sehr chillig werden. Gehen wir einfach hier hin. Mandane klatscht dazwischen und dann wird das unser Kobbe-Generator. Und dann ist eigentlich schon was geil, Freunde. Kobbe-Generator ist ausgeschaltet. Rest der Goldfarm läuft. Aber die wird jetzt natürlich nichts machen. Das nur, wenn wir da irgendwie was troubleshooten müssen oder so, dann könnten wir das ganze Ding machen. Ist sehr, sehr cool. Das heißt, jetzt würde ich mich um Stuff kümmern, dass wir... Jetzt können wir den schon mal wieder anmachen. Dass wir wissen, ob die Sachen gerade an oder aus sind, weil das können wir jetzt nicht unbedingt sagen. Dafür würde ich Nixie-Tubes benutzen und dann praktisch einfach unser Redstone-Signal ablesen. Das heißt, wir bräuchten Electron-Tubes. Oh mein Gott, das waren so viele! Okay, aber ja, ich würde jetzt dann praktisch hierhin Nixie-Tubes jeweils drüber bauen. So. Und dann machen wir da... Boah, ich hoffe, das klappt. Ich demonstriere anhand unserer Copper-Farm, welche... die hier sein sollte, hoffe ich. Jawohl! Tada! Wenn jetzt hier oben eine 15 steht, dann heißt das, dass das Ding an ist. Das hat jetzt so ein bisschen unser Indikator. Normalerweise, also eine Redstone Lamp würde auch gehen, aber eine Redstone Lamp ist halt ein bisschen komplizierter anzusteuern. Deswegen würde ich es einfach so machen. Also da bräuchten wir viel mehr Platz. Ich glaube, das hier ist auch okay. Checkt man, glaube ich, auf jeden Fall und finde ich immer noch geil. Das heißt, wenn da 15 ist, dann ist halt an und wenn 0 ist, dann ist aus. Das müssen wir jetzt bei allen Dingern noch überall mit einbauen, damit wir hier unser Feedback haben und wissen, ob die Sachen gerade an oder aus sind. Aber dann bin ich echt schon sehr zufrieden, glaube ich. Dann war fertig, Freunde. We done diddly do did it. Wir können jetzt hier unser Eisen-Ingot reinmachen. Daneben sollte, glaube ich, unser Copper kommen. Zack. Dann kommt dahin Gold. Das müssen wir ganz kurz so machen. Sehr, ja, einfach ein einziges Gold. Zack. Und da rein kommt Cobblestone. So, das wären jetzt unsere vier Schaltpanel. Wir haben die jetzt ein bisschen anders gestaltet. 15 heißt jetzt gerade, dass die Farm läuft. Davor war es ja umgekehrt. Ich habe es jetzt nochmal invertiert. Ergibt irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Weil natürlich, oh, huch. Ergibt ein bisschen mehr Sinn, weil jetzt praktisch das Ganze so ist, dass 15, es läuft auf voller Produktion. Aber hier ist irgendwas falsch. Gold soll doch gerade laufen, oder? Läuft Copper gerade? Nee. Hä? Habe ich was falsch gemacht? Okay, da war einfach nur irgendein weirder Bug, glaube ich. Aber da war irgendwie gerade keine Energie da oder so. Ja, aber es war schon richtig. Also Gold produziert gerade. Dafür steht die 15. Heißt, es läuft auf volle Pulle. Und der Rest produziert nicht. Das heißt, wenn wir jetzt hier hingehen und den ganzen Stuff hier ausmachen, dann würde jetzt hier... Ah nee, jetzt ist er an. Genau, jetzt wäre alles an. Jetzt würde auch Eisen wieder angehen und so. Mich würde jetzt wirklich mal interessieren, ob das einen krassen Performance-Impact hat. Guck mal, wenn wir jetzt hier hingucken, haben wir stabile 20, 25 FPS oder so. Es ist gar nicht so viel hier drin. Wir machen jetzt mal alle Farmen aus, die ich besitze. Stellen wir alle auf 0. Zack, das hier kann auch auf 0. Aber das spielt eigentlich gar keine Rolle, ob der auf 0 ist oder nicht. Also das ist eigentlich egal. Okay, und wir haben 30. Das ist einfach gar kein Unterschied gemacht. Es sind 30, 35 oder so. Warum haben wir immer noch so wenig FPS hier drin? Ich check es nicht, ne? Obwohl hier so viele Sachen jetzt aus sind einfach. Oh, okay, da müssen wir definitiv auch ein bisschen dran arbeiten. Boah, krass, was können wir denn noch ausmachen? Ich habe wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass hier der Kollege auch krass was ausmacht. Unsere Holzfarm, ne? Dem trust ich auch nicht so ganz. Unsere Energieversorgung würde ich schon gerne laufen lassen. Die ist eigentlich sehr wichtig. Also die sollte eigentlich theoretisch immer gehen. Holzfarm können wir rein theoretisch ausschalten. Holzfarm haben wir auf jeden Fall viel. Aber da habe ich Angst, dass wir dann irgendwie Probleme bekommen. Weil die können wir nicht so leicht wieder reaktivieren bei der Farm. Wir müssen unbedingt eine andere Holzfarm bauen. Das Ding ist zwar geil, aber wir müssen unbedingt bald eine andere Holzfarm bauen, die dann ja ein bisschen anders funktioniert als die jetzige. Damit das ganze Ding... Oh, das Ding von Kev ist übrigens auch fertig. Kev hat hier sowas gebaut, damit er sich Kerb abholt. Und da fährt jetzt dieser Typ hier rum, sammelt Kerb ein und bringt das über ein Boot, über dieses Boot hier, bringt das... Das sieht einfach aus, wenn das Kanonen... die bringen das rüber zu Kev, so, und dann kommt hier dieser Kran und liefert das, glaube ich, auch irgendwie wieder ab. Kev hat ja echt geilen Stuff gebaut bei sich, das ist richtig, richtig cool. Müssen wir uns unbedingt angucken. Aber, ich glaube, mit unserer Schaltzentrale bin ich soweit schon zufrieden. Können wir auf jeden Fall noch ein bisschen erweitern, aber wir können jetzt eben unsere kompletten Farmen eigentlich abschalten. Und das ist schon mal sehr geil. Ich würde trotzdem noch rausfinden, was so viel Performance braucht, deswegen neue Holzfarm wahrscheinlich bald.